Tanjiro! Ich bin ja mal gespannt. Wie sie die Story hier aufgebaut haben. Okay, die Säule der Flammen. この土地の主、この土地を滅ぶもの。いや、汽車だ。知らねえのかよ。この土地の守り神かもしれないだろう。いや、汽車だって言ってるじゃんか。列車、わかる？乗り物なの。人を運ぶ。え、列車？じゃあカラスが言ってたのがこれか？ Aber hier gibt es bestimmt nicht viele Gebiete zum Rumlaufen. Das ist ein Zug. Rengoku-san,と合流しよう。どこで？この辺は匂いがしないから、もう列車に乗り込んでるんだと思う。 Aber momentan läuft sowieso der Arc auch als Serienform in auf Crunchyroll und Wakanim. Und er kommt sogar auch auf Deutsch sofort. Also, wenn man da noch ein paar Wochen wartet. Was ist das für ein Geruch? Als würde was brennen. Hat irgendwas Feuer gefangen? Nicht ganz. Dampflokomotiven werden mit brennender Kohle angetrieben. Die brauchen sie, um zu fahren. Sie verbrennt Kohle, während sie fährt? Unglaublich! Vielen Dank für die Erklärung. Was mir ja auch so an Demon Slayer gefällt, ist halt, ist halt so, ja, ein Anime, der auch mehr so Samurai, im Samurai-Stil ist. Hi Dark, du kommst viel zu spät. Du hast Final Fantasy verpasst. Oh nein, was soll ich jetzt machen? Was ist los? Meine Fahrkarte ist weg. Wo zum Teufel habe ich sie hingelegt? Ja, was fällt dir ein zu arbeiten? Kündige und sei hier. Nicht Spaß. Eine Fahrkarte? Ich schätze, die braucht man, um mit diesem Zug zu fahren. Mhm. Sieht aus, als wäre sie in ihrer Hemdtasche. Mhm. Ach, da war sie. Unglaublich, dass ich sie die ganze Zeit dabei hatte. Morgen geht die Kündigung. Wow. Hey, danke, du hast mich gerettet. Ich bin nur froh, dass sie gefunden wurde. Warte mal, hier gibt es... Alter. Okay, so kann man es natürlich auch machen, ne? Mehr laufen wird man wahrscheinlich nicht, außer vielleicht im Zug ein bisschen. Es sind so viele Leute, fahren die alle mit dem Zug? Ich habe Hanako und Shigeru immer auf dem Holzkohlewagen mitgenommen, aber dieses Ding kann auf jeden Fall wesentlich mehr Leute befördern. Ja, so um die 200 sollten es sein, ne? Wow, als wären es unendlich viele Waggons. Wie viele sind das denn?
Dieser Zug hat 8 Waggons. 8? Das ist unglaublich. Kein Wunder, dass er so lange ist. Danke für die Info. Nachher treffen wir auf jeden Fall die beste Säule. Einen meiner Lieblingscharaktere. Wo man noch jemanden drauf oder reinlegt. Ach ja, Dark, ich hab mir jetzt in Final Fantasy 14 was gegönnt. Ein paar neue Outfits und so. Zugbento, leckere Zugbento. Was ist ein Zugbento? Das riecht ja köstlich. Nicht wahr? Das sind Bento-Boxen, die an Bahnhöfen verkauft werden. Deswegen Zugbento. Nein. Kein Goldhäschen. Versuch mal so eins im Zug zu essen. Das ist überhaupt nicht so schwierig, wie es aussieht. Ich wusste gar nicht, dass es Zugbettos gibt. Danke für den Vorschlag. Aber es tut mir leid, ich muss mich gerade auf meine Arbeit konzentrieren. Also vielleicht ein andermal. So. Zenitsa hat gesagt, dass man mit diesem Zug Leute transportiert, aber kann sich so etwas Großes überhaupt bewegen? Natürlich kann das. So, zählen wir mal die Waggons. Es muss ja auch alles seine Richtigkeit halber haben. 1, 2, 3. Sollen ja 8 sein, ne? 4, 5. Aber es passt schon so. Ja. Sind wirklich 8. Als würde denen so ein Fehler unterlaufen, ne? Aber ja. Da drin werden wir uns Zugbento, nicht Goldhäschen, was? So. Wir müssen uns mit Rengoku treffen. Wir müssen in den Zug einsteigen. Er darf nicht ohne uns losfahren. Wir sind bereit. ちゃんとわかるのか?うん。派手な髪の人だったし、匂いも覚えているから。だいぶ近づいて。うまい。うまい。うまい。うまい。あの人が煙柱?うん。うまい。うまい。あの、すみません。煉獄さん。うまい。 Der ist so, cool. Der ist so genial. So you koto ka. Daga shiran. Hinokami Kagura という言葉も初耳だ。 Kimi no chichi ga yatteita Kagura o tatakai ni ouyou dekita no wa jitsu ni medetai ga. Kono hanashi wa kore de oshimai da na. E? Chotto mou sukoshi. Ore no tsuguko ni naru toi. Mendou o mite yarou. そして、どこを見てるんですか?
Hier bekommt man nochmal die Grundlagen erklärt von den Atmungen. Dass es halt wirklich verschiedene, also Grundatmungsstile gibt. Hi, Vanille. Das liegt vielleicht daran, dass es von den Machern ist, von den Naruto Games. Das wirst du auch merken, wenn ich in einem Kampf bin. Selbst das Auswahlmenü der Kapitel ist einfach voll von Naruto. So haben sie sich da das System wieder reingebracht.今はまだ柱になったものを見たことがないだけだ。君が初めての例になるかもしれん。日の神神楽についても同じだ。今は分からないだけだ。それにここで悩んでいては任務に支障が出るぞ。いつ鬼が出てくるか分からん以上、予測事を考えている暇はない。嘘でしょ。鬼出るんですか、この記者。出る。出んのかい。 Oh, die Schrift hat. Ja, die haben sie wahrscheinlich übernommen. ここに出るの？いや、俺降りる。短期間のうちにこの汽車で40人以上の人が行方不明となっている。数名の剣士を送り込んだが、全員消息を絶った。だから柱である俺が来た。はあ、なるほどね。降ります。嫌だ。降りる、降りるんだ。 こんなとこにいたくない。切符拝見いたします。何ですか？車掌さんが切符を確認して切り込みを入れてくれるんだ。なんだろう、嫌な匂いがする。拝見しました。 Schaffner, der verhält sich schon so ein bisschen verdächtig. Werden wir mit Rengoku spielen? Aber im Zug ist es ein bisschen eng zum Kämpfen, vielleicht. Der hat's nämlich. Der wird doch. Der haut das jetzt so halt Schlag weg hier. Was ist da los? Was ist denn da los? Ich muss sagen, die Stimme von dem ist ziemlich gut gewählt, weil seine Dämonenkunst ist ja das Einschläfer. Da ist so eine beruhigende Stimme einfach perfekt. Ich bin
父上報告だ。柱になったこと。柱になったからなんだ。くだらん。どうでもいい。どうせ大したものにはなれないんだ。お前も、俺も。 兄上、父上は喜んでくれましたか？俺も柱になったら父上に認めてもらえるでしょうか？昔からああではなかった。鬼殺隊で。Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in diesem Kapitel eher mehr Dialoge haben als jetzt die Kämpfe, weil so viele Kämpfe gab es jetzt in diesem in dieser Arc auch nicht. Schade eigentlich. Obwohl, den einen Gegner, den hätten sie trotzdem ins Spiel reinbringen können, den Dämonen von vorhin. Auch wenn er ihn gewonnen hat. しかし、そんなことで俺の情熱はなくならない。心の炎が消えることはない。俺は決してくじけない。そして千次郎、お前は俺とは違う。お前には兄がいる。兄は弟を信じている。どんな道を歩んでも、お前は立派な人間になる。燃えるような情熱を胸に。 頑張ろう。頑張って生きていこう。寂しくとも。あった。壁だわ。風景は続いているけど、これ以上進めない。誰しも夢の外側には無意識の領域がある。 無意識の領域には精神の核が存在していて、これを破壊されると持ち主は廃人になる。早くこいつの精神の核を破壊して、私も幸せな夢を見せてもらうんだ。 変な無意識領域。熱い。燃えてる。見つけた。精神の核。赤いのは初めて見た。でも精神の核は脆いから簡単に壊せる。ガラス細工のように。 苦しくて動けない。術に落ちている間は体を動かすことができないはずなのに、本能で動いたとでも言うの？